Ich grüße euch. Wir haben den 14. August. Wird mal wieder Zeit für ein Gartenrundgang-Video. Mal schauen, was noch so alles wächst. Bleibt dran, wird spannend. Starten wir auch mal gleich mit unseren Hortensien. Die sehen immer noch ein bisschen mitgenommen aus, aber sie sind noch grün. Ich hoffe, dass die nächstes Jahr dann wieder kommen werden. Ihr seht hier oben der Wein, den habe ich schon zurückgeschnitten, aber das sprießt momentan. Die Weintrauben haben sich auch schon gut entwickelt. Wie gesagt, die werden sich dann noch dunkel verfärben. Lange kann es nicht mehr dauern. Ja, hier sind schon die ersten Ansätze, wo es dunkel wird. Aber nur so eine grüne Wand, aber hier kann man schön im Sommer drunter sitzen. Einfach nur herrlich. Hier noch ein paar Reste vom Salat. Wächst noch ein bisschen vor sich hin. Hier hinten unsere Gurken. Wachsen jetzt auch hier unten lang. Das lasse ich aber. Ihr seht hier eine Schlangengurke. Dann hängen hier oben noch weitere. Ich komme auf die andere Seite. Hier eine richtig große. Hier wird hier noch von diesem Schnur gehalten. Die ernten wir heute noch auf alle Fälle. Ihr seht dieses Konstrukt hier. Da hangeln sich die Gurken lang. Hier sind auch schon wieder neue Ansätze. Eine schöne große Stanggurke. Da unten hängen auch noch welche. Ja, es hängt so alles voll. Die Himbeeren wachsen fröhlich vor sich hin. Kann man sich immer mal so zwischendurch bedienen. Jeden Tag immer so ein paar Stück mit dabei. Hallo Fliege. Weiter geht's mit unseren Tomaten. Hier unten, wie gesagt, ist noch Kopfsalat. Da hinten, der sieht nicht mehr so gut aus, aber die Tomaten sehen alle schön rot und knackig aus. Kann man immer mal welche snacken. Hiermit sind wir auch sehr zufrieden. Da kommen noch einige nach. Dann gehen wir weiter ins andere Gewächshaus. Mit unserem Kohlrabi und den Paprikas. Und die Paprikapflanzen. Hier vorne ist der Block Paprika. Ihr seht, hier hängen drei dran, sieht man es. Ich hebe mal so ein bisschen hoch. Ja. Die Paprikapflanzen sind dieses Jahr wesentlich kleiner als vorheriges Jahr, aber ihr seht, sie tragen Früchte. Hier unten ist auch eine schöne rote, eine Spitzpaprika. Hier vorne haben wir die kleinen Snackpaprikas, die orangenen. Auch die Kohlrabi-Pflanzen entwickeln sich hervorragend. Gut, das Unkraut, das nimmt jetzt langsam überhand, aber zwischen den ganzen Pflanzen das jetzt einzeln rauszurubben, die mache ich mir jetzt auch nicht mehr. Geht ja schon auf den September zu. Weiter geht's beim Hochbeetdschungel. Der Mangold, der wächst auch fröhlich vor sich hin. Unsere selbstgezogenen Knollensellerie-Pflanzen. Ich weiß nicht, wie es unten drunter aussieht. Wird noch ein bisschen dauern. Aber hier vorne die Reihe mit dem Knollensellerie aus dem Turm. Da sieht man Knollenansätze beim Hierbegehen. Da unten. Also da scheint sich was zu tun. Hier vorne haben wir unsere zwei großen Sonnenblumen. Die Sorte King Kong soll wohl bis 4 Meter groß werden. Mal schauen. Da hinten bei der Blumen- und Schmetterlingswiese auch eine Sonnenblume. Auch schon über 1,80 groß.
Mal schauen, wie weit die noch wachsen wird. Unser Zuckermalz. Hier der Kolben. Den werden wir jetzt mal ernten. Hier diese Fasern. Das ist alles schön trocken und braun geworden. Einmal mal rausbrechen. Sieht richtig toll aus. Wir machen den mal auf. Das kommt zum Vorschein. Ein Kolben, der doch ganz ansehnlich ausschaut. Jetzt habe ich es. Jo, wir werden gleich nochmal hier den Grill anschmeißen. Den kann man so pur einfach snacken. Und der Rest kommt dann auf den Kompost. Sieht toll aus. Mit dem Beet, wo wir unsere Bio-Stangenbohnen und unsere Karotten ausgesät haben. Das wächst auch alles toll. Zieht es dann, wenn die Schoten dann reif sind, das ist bald soweit, dass man dann das hier aufmacht und den Inhalt dann rausholt. Die einzelnen Bohnen möchte ich dann trocknen, wenn sie ein Glas gemacht und da kann man dazu Reis und Cactus Chili con Carne, sage ich jetzt mal, machen. Mal schauen, ob daraus was wird. Ja, hier die Beete, ihr seht, das ist ungewühlt, haben wir heute schon Kartoffeln geerntet. Alles zur Kartoffelernte oben in der Infobox. Und dann haben wir noch hier Salate mit Schneckenschutz, Pastinaken und Schwarzwurzeln. Die wachsen noch fröhlich vor sich hin. Auch noch ein bisschen Winterporree dazwischen. Ja, entwickelt sich, aber aus Platzgründen, wie gesagt, das werden wir nächstes Jahr anders machen. Ein paar Kartoffeln sind noch dazwischen. Die werden wir dann im Laufe des Jahres dann noch ernten, wenn der Mais dann weg ist. Hier haben wir noch eine Sonnenblume, Schnittlauch, unser Apfelbäumchen, das wächst. Hier oben die Schmetterlings- und Blumenwiese mit der Sonnenblume. Ist schon größer wie ich? Und ich bin schon 1,80. Wir nehmen dieses Jahr auch an einem Sonnenblumenwettbewerb teil vom Kleingärtnerverein. Wir haben im September, am 3. September 75-jähriges Jubiläum. Und dann haben wir uns in unserem Garten mit angemeldet. Mal schauen. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Ja, hier sieht toll aus. Ein bisschen Mohn dazwischen. War auch alles hier vertrocknet, aber hier machen wir nur ab und zu mal Wasser drauf. Hier vorne haben wir noch unsere Rosen. Ach, wir gucken, können wir mal hier gucken. Hier haben wir Fridolin, Oskar, sag mal hallo, und Hermann. Unsere drei Maskottchen am Garteneingang. Hier hat meine Frau schon mal die Rosen geschnitten. Da kommen ein paar Blüten. Sieht toll aus. Hier vorne bei der Kirsche wachsen auch noch ein paar Blumen. Blümchen. Wir haben ein weiteres Maskottchen, unser Schaf. Auch immer wieder ein schöner Hingucker.
Was haben wir noch? Die Johannisbeerensträucher. Also die schwarzen, die sind schon durch. Und hier bei der roten, vereinzelt, kann man noch hier noch Beeren ernten. Kann man mal ein bisschen snacken. Hier unten haben wir noch unsere drei Gartenzwerge. Die sagen auch willkommen, haben sie recht. Hier ist jeder willkommen. Und hier die zwei Zitronenbäumchen. Da habe ich letztes Jahr mal zwei Zitronenkerne in die Erde gesteckt. Das ist jetzt das zweite Jahr. Und das Wetter scheint den Pflanzen zu gefallen. Die werden dann nächstes Jahr noch in größere Töpfe dann gepflanzt, dass wir dann hier mal so kleine Zitronenbäumchen haben. Da freue ich mich persönlich schon total drauf. Ich mag Zitronen. Unser Schnittlauch. Der wächst auch fröhlich vor sich hin. Sieht toll aus. Ja, sind wir schon wieder beim Wein angekommen. Ich hoffe, der Gartenrundgang hat euch Spaß gemacht. Wir hatten unseren Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.